Guten Morgen, ihr Süßen. Boah, ich bin todesverpennt. Ich war viel zu lange wach. Jetzt musste ich aber unbedingt aufstehen, aufwachen, weil gleich dieser Typ kommt, der mir mein Frühstück ans Bett bringt. Ich habe Breakfast im Bett bestellt, weil ich jetzt noch gerade zu voll bin, runterzulaufen. So, the view passt auch mal wieder. Und ich habe jetzt ein geiles Weitwinkel-Objektiv für mein iPhone. So nice. Ja. Bis jetzt ist gleich beim Frühstück. Hey, Frühstück ist da. Ich hatte so 1 Milliarde Sonderwünsche. Das ist eigentlich schon peinlich gewesen, dass ich mal die alles geschrieben habe. Aber hey, was von mir. Ja, was ist das hier? Ein bisschen heiß alles. Ein Ei. Läuft. Jetzt gönnen. Breakfast with the View, würde ich wohl mal sagen, right? Jetzt eine Roomtour. Hier seht ihr mal, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Also mega nice, deswegen kann ich das so mit dem Handy machen. Ich bin hier im Royal Orchid Sheraton Hotel in Zimmer 2809 im obersten Stockwerk. I like the view from the top. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier wohne. Hier geht es erstmal ins Bad. Mega schön. Nicht so riesig, aber sehr, sehr hochwertig alles. Was mir auch mega gut gefällt, sind diese kleinen Dinger hier. Riecht noch total gut. Ja, ansonsten wie gehabt. Und was mir auch noch richtig positiv aufgefallen ist, hier gibt es richtig coole Sachen, wie so ein Schwamm. So die Rituals Sun Protection Face Cream, die ist von mir, die ist nicht vom Hotel, aber die ist richtig geil, kann ich mir empfehlen. Dann gibt es hier eine Body Lotion, Mundwasser, Rasierer, Zahnbürsten. Also ist wirklich an alles gedacht. Richtig cool. Dann geht's hier einmal in den Hauptraum. Ich laufe hier einmal durch und dann mache ich es nochmal im Kreis, damit ihr das auch wirklich alles sehen könnt. Ein richtig, richtig geiler Ausblick natürlich mal wieder. Und eine gemütliche Couch. Und das Bett ist ja mal der Knaller, oder? Das ist so geil, das ist so gemütlich, so riesig. Ja, hier liegt mein ganzer Scheiß wieder verteilt. Ich bin mega zufrieden hier mit dem Hotel, der Staff, also die Leute hier sind so, so nett und so freundlich, einfach alle so hilfsbereit. Ich fühle mich hier richtig wohl, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Achso, ja, hier ist mein Backpack. Ich habe mich ja heute dieses Mal für Backpacking entschieden. Ich habe mir hier extra so einen Rucksack geholt, der ist von Outdoor, glaube ich, Kontinenz. Der ist richtig geil. Auf jeden Fall empfehlen, verlinke ich euch dann auch mal in den Kommentaren. Ja, was habe ich hier noch dabei? Mein Trainingsband, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Das muss immer mit, das wiegt nicht viel, aber wiegt Wunder, wenn man unterwegs trainieren will. Ja, was haben wir hier noch? Die Minibar. Und mein Frühstück. Dann der Kleiderschrank. Mit Bügeleisen, Bügelbrett. Und ja, bisschen unordentlich. Ja, mein Eyeshake darf natürlich auch nicht fehlen. Genauso wenig wie mein Latrin, das habe ich echt immer dabei. Dann meine Juice Plus Kapseln. Dann mein Athletic Greens. Da gibt es jetzt auch Travel Packs von. Ist ein bisschen besser hier, weil das relativ schnell aufgeht beim Reisen. Ist nicht so geil. Also, die Kapseln sind übrigens ein Produkt aus meiner Goldiger Challenge. Die müsst ihr nicht kaufen, aber ich empfehle es natürlich. Und ja, falls jemand wissen möchte, wie genau ich arbeite, wie man da auch teilhaben kann, wie man damit auch Geld verdienen kann, dann bitte einmal auf www.goldiger.de/FAQ gehen. Da habe ich ganz viel aufgeschrieben und dann könnt ihr vielleicht auch bald so ein geiles Luxushotel genießen und das als eure Arbeit bezeichnen, weil es ja eure Arbeit ist. Ja, ich chill mich jetzt erstmal auf mein geiles King-Size-Bett. Oh, es ist so gemütlich. Hihi. Und dann gehe ich gleich nochmal an den Pool und wünsche euch so lang einen schönen Tag. Jetzt wird es nochmal gejumpt. So, ihr Süßen, ich bin jetzt hier in Chinatown. Das ist nämlich nicht so weit von dem Sheraton Hotel. Und die haben hier
empfohlen, da unbedingt mal hinzugehen. Ich bin jetzt hier auch nicht so lange gelaufen, eine Viertelstunde, 10 Minuten, 1 Kilometer oder so. Also liegt nicht so weit. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Übrigens, das wird der letzte Vlog auf Deutsch sein. Ab morgen mache ich alle Vlogs auf Englisch, weil ich so viele internationale Follower habe. Ich habe schon wieder Sticky Rice with Mango. Ich liebe das. Das ist so, so lecker. Müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr in Bangkok seid. Oder in Thailand. Generell. So, Leute, ich bin jetzt auf dem legendären Night Market. Das ist ein bisschen zwielichtig, diese ganze Geschichte. Hier gibt es halt jeden Scheiß. Waffen, Fake-Uhren, Sonnenbrillen, Kleidung, Taschen, Schmuck, alles. Ja, Elektroschocker. Also hier könnt ihr krass handeln. Das heißt, wenn ihr euch die Leute den Preis sagen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr am Ende 10% davon bezahlt. Also lasst euch nicht abziehen. Notfalls geht es einfach weg und dann sagen die, dann kommen die schon von alleine. Ja, zu der Qualität kann man sagen, dass sie zu wünschen übrig lässt. Ich habe mir schon viel Scheiße gekauft. Ja, gut, aber das, was man bezahlt, bekommt man halt auch. Ne? Allerdings sind hier an der Seite, das zeige ich euch gleich, noch solche. Hallo. Der handelt nicht mehr. Hier sind solche Geschäfte für Koffer und Taschen und sowas. Wenn ihr da reingeht und fragt, die haben ganz, ganz hochwertige Fakes von Louis Vuitton und anderen Markenhandtaschen. Meistens entweder in so einem Hinterzimmer oder so ein Typ geht erstmal eine halbe Stunde weg und holt die. Also das sind wirklich extrem gute Fakes, auch aus Echtleder. Sind halt ein bisschen teurer. Ich könnte so 50 Euro für eine Tasche rechnen. Ja, also ich selbst stehe nicht so drauf. Aber für die, die unbedingt für Louis haben wollen, ist das schon ganz super. Ja, ansonsten gibt es hier so schöne Dinge wie Küchenkrankung und so. Ja, auch mal schön. Ey, aber ich muss sagen, ich würde gerne mal so eine Ping-Pong-Show sehen. Habe ich noch nicht. Ja. Ich werde jetzt hier nichts kaufen, weil hier gibt es ganz viele leicht gekleidete Mädchen. Und? Ich fand das jetzt gerade nicht so gut, dass ich gefunden habe. Jeder mal mit dem Mann hier handeln. Hier, diese T-Shirts hier sind auch immer gut. Kosten so 1-2 Euro. Je nachdem, wie gut ihr handeln könnt. Aber das könnt ihr hier sehr gut lernen. Ja, von den Polos. Guckt darauf, dass die Baumwolle sind natürlich. Ja. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier in Central World. Es ist mega laut hier. Es ist auch relativ spät, 10 Uhr abends. Hier kann man schön einkaufen. Hier gibt es Louis. Und all die schönen Sachen. Ich passe auch super rein mit meinem Outfit. Hihi. Oh, guck mal, wie geil. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Centara Grand. Da oben. Seht ihr es? Da. Da ist nämlich die Skybar. Und da will ich richtig, richtig geile Bilder davon machen. Ich bin jetzt in der Skybar angekommen. Das ist im Centara Grand im 60. Stock oder so. Mega geil. Guckt euch mal die Aussicht. Hihi.